Hallo ihr Lieben und willkommen zur Pilotfolge Polygon trifft Pixel, das Spielewelten-Magazin. Das ist ein neues Format, das mir schon seit tatsächlich Monaten, wenn nicht schon Jahren im Kopf rumschwirrt. Und ich kann euch eins sagen, in diesem Video bekommt ihr so viel unterschiedlichsten Content wie noch in keinem anderen Video hier auf meinem Kanal. Also viel Spaß! Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, was zum Teufel ist Polygon trifft Pixel, das Spielewelten-Magazin, was hat Andi sich da eigentlich ausgedacht? Und keine Sorge, das alles verrate ich euch jetzt gleich noch ziemlich ausführlich, aber für all diejenigen Ungeduldigen unter euch, ich habe Timestamps, also Zeitstempel, in die Videobeschreibung gepackt, sodass ihr direkt zu einem bestimmten Inhalt, der hier in diesem Video thematisiert wird, springen könnt, wenn ihr beispielsweise zu wenig Zeit habt oder so. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das komplette Video am Stück schaut und mich natürlich unterstützt. Aber jetzt mal zu der Frage, wozu das alles? Warum das neue Format, werdet ihr sicherlich fragen. Warum nicht? Wisst ihr, ich betreibe schon seit etwa 8 Jahren diesen Kanal und habe immer das gemacht, was ich gut fand. Und da ich wusste, dass ihr es auch gut finden würdet. Und meine immer der Nase nach Mentalität trug zwar nicht immer Früchte, aber ich bekam oft genug das Feedback von euch, dass ich auf dem richtigen Weg war. In letzter Zeit fehlte mir aber genau das. Zeit. Ich war mit vielen privaten Baustellen beschäftigt, was YouTube ein wenig ins Abseits gedrängt hatte. Trotzdem widmete ich meine wenige Freizeit, die ich hatte, den Videospielen. So spielte ich hier und dort ein bisschen dies und das. Alles aber ohne meine Gedanken zu den Spielen in ein Video für euch packen zu können. Ich hätte so viele einzelne Videos wahrscheinlich wirklich nicht hinbekommen, mangels freier Zeit. Trotz allem blieben mir die Themen im Gedächtnis und ich trug sie halt mit mir. Und vor einigen Tagen kam mir ein Gedanke, der mir schon vor 1-2 Jahren in den Sinn kam. Damals hatte ich den Gedanken bzw. die Idee verworfen, nun aber möchte ich sie realisieren. Meine eigene kleine Show über Videospiele. Was passte also besser als all die Themen, die sich in letzter Zeit bei mir im Kopf angestaut hatten, in ein Video mit TV-Show-Charakter zu packen? Und das Beste ist, ich setze mich mit dem Konzept vielleicht sogar von der breiten Gaming-YouTuber-Masse ab und finde neue Zuschauer, also eine Win-Win-Situation für beide. Der einzige Haken, so eine Show ist in der Produktion verdammt langwierig. Schließlich müssen alle Beiträge geschrieben und vorproduziert werden. Soll heißen, dass ihr dieses Format nicht jede Woche von mir erwarten dürft. Das kann ich nicht. Aber ich werde versuchen, euch in erstmal unregelmäßigen Abständen damit zu beglücken. Im besten Fall findet meine neue Idee Anklang und trägt Früchte in Form von Views, Likes und Interaktionen, denn wisst ihr, das ist das, was YouTube eben mag. Ihr merkt also schon, dass Polygon trifft Pixel etwas ganz Besonderes für mich ist. Das ist tatsächlich so, wie ich schon gesagt, so eine Art Show-Charakter. Ich möchte hier über ziemlich viele verschiedene, komplett unterschiedliche Themen sprechen, zu denen ich früher vielleicht separate Videos gemacht hätte. Und dass sowas ziemlich stressig sein kann, das brauche ich euch sicherlich nicht zu erzählen, weil man bestrebt ist, alle 2-3 Tage ein Video hochzuladen. Und das kann, wie schon gesagt, ziemlich stark in Stress ausarten. Und hier möchte ich das alles bündeln. Nichtsdestotrotz werde ich hier und da ein paar Videos auspicken, wie beispielsweise Reviews oder Toplisten oder so, die ich danach so einer Folge Polygon trifft Pixel auch nochmal separat und einzeln auf dem Kanal hochladen werde, um da auch nochmal so ein bisschen Traffic drauf zu bekommen. Ich freue mich wirklich sehr, was ihr zu dem Ganzen sagt und jetzt steigen wir mal ein mit den News. Kommen wir also zu den wichtigsten News der letzten Woche. Pokémon Launch erfolgreich. Trotz der Kritik auf Seiten vieler Pokémon-Fans waren die ersten Wochen seit dem Launch von Pokémon Schwert und Schild für Game Freak und Nintendo sehr erfolgreich. Bereits nur wenige Tage nach dem Release meldete GamesIndustry.biz, dass Schwert und Schild in England den zweitbesten Launch neuer Pokémon-Spiele hingelegt haben. Nur Pokémon Sonne und Mond konnten sich noch besser verkaufen. Im Rest der Welt sieht es zudem nicht viel anders aus. Und das ist, gemessen an der ganzen Kritik vor dem Release, schon recht beachtlich. Aber wenn man bedenkt, dass es sich bei Schwert und Schild um die ersten Main-RPGs in HD handelt, so wundern mich die Zahlen dann irgendwie doch nicht mehr. Google Stadia startet. Eher durchwachsen. Am 19. November ist Google mit seiner Streaming-Plattform in 18 Ländern, darunter Deutschland, gestartet.
Zum Launch gab es 22 Spiele, die via Cloud Streaming in bis zu 4K-Auflösung gespielt werden können. Die Mitgliedschaft kostet 9,99 € monatlich und setzt zudem die Stadia Pro-Version voraus, die eine 3-monatige Mitgliedschaft und einen Stadia-Controller beinhaltet. Eine kostenfreie Base-Version soll 2020 folgen. Ja, seit dem Launch halte ich persönlich nicht sehr viel von Googles Konzept. Aber ich bin auch wahrlich kein Streaming-Fan, wenn es ums Gaming geht. Zumal ja auch die Spiele auch noch separat gekauft werden müssen und da greife ich dann doch lieber weiterhin zum Datenträger. Microsoft plant Großes mit Project xCloud. Auf dem XO19-Event in London kündigte Microsoft vor kurzem ein paar nette Details zum kommenden Project xCloud an. Ähnlich wie Google Stadia ist auch Project xCloud ein Cloud-Streaming-Service für unser liebstes Hobby. Der Clou ist aber, dass der Game Pass in Project xCloud Einzug hält. Anders als bei Stadia erhaltet ihr also gegen Zahlung einer monatlichen Gebühr über 100 Games, die ihr auf zahlreichen Geräten wie Smartphones oder Tablets abspielen könnt. Sogar mit dem DualShock-Controller 4, wie Microsoft betonte. Ja, ich sagte ja, dass ich kein allzu großer Streaming-Fan bin, was Games angeht, aber hier könnte sogar ich schwach werden. Bleibt abzuwarten, wie die Performance bei uns in Deutschland abschneiden wird. Ich bin jedenfalls gespannt und könnte sogar wirklich schwach werden, wenn ich mir die Games im Game Pass so anschaue. Ja, es geht ziemlich viel ab, gerade in der Gaming-Branche und Cloud-Streaming wird sicherlich ein Thema werden. Ob es aber jetzt schon soweit ist, man siehe Google, das wage ich noch zu bezweifeln. Ich glaube, Microsoft geht da tatsächlich 2020 mit Project xCloud und der Integration von Game Pass definitiv den besseren Weg. Aber genug Cloud-Streaming, kommen wir jetzt mal zu Tests. Ich habe mir nämlich in den vergangenen Wochen zwei ganz große Titel angeschaut, die anstehen. Zum einen war das Star Wars Jedi Fallen Order und zum anderen Pokémon Schild. Und zu beiden habe ich meine Meinung und die seht ihr jetzt. Die Macht ist wahrlich mit den Geduldigen. So oder so ähnlich könnte man es für alle Fans von Singleplayer-Spielen im Star Wars-Universum formulieren. Denn nach dem enttäuschenden Star Wars The Force Unleashed 2 bekamen wir nur Multiplayer-orientierte Spiele von DICE und EA auf Konsole serviert. Das ändert sich nun mit Star Wars Jedi Fallen Order. Denn was Respawn Entertainment hier abgeliefert hat, fühlt sich an wie ein Spiel aus alten, glorreichen Tagen, als Spiele noch nicht verseucht waren mit DLCs, Lootboxen und Microtransactions. Und hey, wir reden hier schließlich von einem Titel, der von EA gepublished wurde. Und wie das ausgehen kann, zeigte der Launch von Star Wars Battlefront 2 vor 2 Jahren. Aber es scheint, als habe EA aus Fehlern gelernt und Respawn absolut freie Hand gelassen. Und das hat sich verdammt nochmal ausgezahlt. Im Grunde spielt sich Jedi Fallen Order wie ein Cocktail aus Zutaten bekannter Spiele wie etwa Uncharted, Tomb Raider, Dark Souls oder auch Metroid Prime. Alle Stärken dieser Titel wurden gekonnt in den Mixer geworfen und mit einer riesengroßen Portion Star Wars Flair garniert. In der Haut von Cal Kestis bereist ihr 5 große und 2 kleine Planeten, begebt euch auf die Suche nach anderen Jedis und spielt eine etwa 20-stündige, wirklich toll geschriebene Geschichte, die sich zwischen Episode 3 und 4 einorientiert. Dabei klettert ihr wie Nathan Drake aus Uncharted oder Lara Croft aus Tomb Raider beim Erforschen der diversen Planeten zu eurem Ziel und stolpert von einer toll inszenierten Szene in die nächste. Kämpft mit eurem Lichtschwert in Dark Souls Manier gegen unterschiedliche Stormtrooper, andere imperiale Soldaten und planetenspezifisches Getier und erforscht eure Umgebung in bekannter Metroidvania Manier. Dabei erinnert das Erkunden der Planeten wie Zephyr oder Kashyyyk wirklich gravierend an den Meilenstein Metroid Prime aus dem Jahr 2002. Die Umgebungen sind nämlich recht groß und laden somit zum ausgiebigen Erforschen ein. Dabei könnt ihr, ähnlich wie in Prime, auf eine dreidimensionale Karte zurückgreifen, die euch Orientierung verschafft. Und kommt ihr irgendwo nicht weiter, so liegt das ganz einfach daran, dass euch einfach die richtige Fähigkeit fehlt. Diese erlernt ihr im Verlauf der gut geschriebenen Story und könnt dann zu dem Ort zurückkehren, wo ihr vorher nicht vorankamt. Und wie bei anderen Metroidvania Games macht das Erkunden der Spielwelten einen großen Spaß. Einzig das nicht überspringbare Backtracking könnte einige Star Wars Fans abschrecken. Während andere Metroidvanias irgendeine Art von Schnellreisesystem besitzen, kommt Fallen Order ohne dergleichen Service aus. Hier müsst ihr wirklich immer den gesamten Weg im Level zurücklegen, was nicht jedermanns Sache ist, vor allem nach mehrmaligem Besuch der Level.
auch die Gegner respawnen dann und warten darauf, euch ins Nirvana zu befördern. Denn wer sein Lichtschwert nicht perfekt beherrscht, beißt schnell ins Gras, da sich das Kampfsystem stark an den Dark Souls Games oder sogar eher an Sekiro orientiert. Bedeutet also, dass jeder Gegner eine waschechte Herausforderung ist und nur mit der richtigen Taktik und dem notwendigen Timing besiegt werden kann. Solltet ihr dann doch ins Gras beißen, verliert ihr eure bis dahin angesammelten Erfahrungspunkte und müsst am letzten Speicherpunkt von vorne beginnen. Erst wenn ihr den Gegner besiegt, der euch zuvor geschlagen hat, erhaltet ihr eure Erfahrungspunkte wieder. Und wenn ihr aber erneut scheitert, dann, naja, Dark Souls eben. Alle jene, die mit den Souls Games oder Sekiro von From Software nicht ganz warm wurden, brauchen sich aber nicht zu ärgern, denn ganz so tiefgründig ist das Kampfsystem dann doch nicht. Außerdem gibt es einen Schwierigkeitsgrad, der die Kämpfe in den Hintergrund stellt, sodass ihr euch komplett auf die Story und die Erkundung konzentrieren könnt. Hier habt ihr also wahrlich die freie Wahl. Im Prinzip erreicht Jedi Fallen Order nie die Brillanz der ganzen Vorbilder wie Uncharted, Dark Souls oder Metroid Prime. Aber das muss es auch nicht. Die wirklich gelungene Umsetzung der einzelnen Zutaten funktioniert erstaunlich gut und die Star Wars Atmosphäre ist es, die den Titel noch positiver hervorhebt und dem Ganzen das i-Tüpfelchen aufsetzt. Die sieben Planeten, die Szenerie, die Charaktere und das gesamte Worldbuilding schreien einfach nur nach absolut dichter Star Wars Atmosphäre und genau darauf kommt es ja schließlich bei einem Star Wars Spiel an, richtig? Fans der Sternsaga freuen sich zum Beispiel darauf, dass ihr euren Jedi optisch mit neuen Klamotten anpassen könnt und dass euch das Spiel sogar die Möglichkeit einräumt, an eurem Lichtschwert herumzuspielen. Klar, die Änderungen sind alle kosmetischer Natur, geben aber noch mehr, sagen wir mal, Mehrwert für alle Jedis da draußen. Mit eurem kleinen Begleiter, dem Droiden BD-1, hat Respawn zudem einen extrem putzigen wie sympathischen Charakter geschaffen, den ich nicht mehr aus dem Star Wars Universum missen möchte. BD-1 steht euch stets zur Seite, projiziert zum Beispiel die Karte oder hilft euch bei der Erkundung der jeweiligen Planeten. Und auch ihn könnt bzw. müsst ihr sogar im Spielverlauf anpassen. Ziemlich cool. Ihr merkt schon, ich bin positiv angetan von Jedi Fallen Order. Das liegt einfach daran, dass ich Star Wars Spiele und auch Singleplayer Spiele gleichermaßen liebe. Und mit Jedi Fallen Order bekommen wir das beste Solo Star Wars Spiel seit The Force Unleashed. Rein spielerisch gibt es meinerseits nicht viel zu klagen, außer dass ich mir eine Art Schnellreisesystem zum Schiff wünschen würde. Wie gesagt. Und auch technisch habe ich nicht viel zu meckern. Ich habe das Spiel aber auch auf einer Xbox One X gespielt. Außer ein paar kleinen Rucklern und Texturnachladern während der ein oder anderen Cutscene ist mir nichts Gravierendes aufgefallen. Jedi Fallen Order sieht wirklich hervorragend, wenn auch nicht überragend aus. Es ist ein extrem hübsches Action-Adventure, aber kein grafischer Meilenstein. Auf anderen Geräten wie der Ur-Xbox One oder der PlayStation 4 sieht das Ganze dann wohl doch anders aus. Hier sollen wohl starke Frame-Drops und Ladezeiten an der Tagesordnung liegen. Aber bitte, ich habe auf der Xbox One X nichts dergleichen erlebt. Akustisch ist das Spiel, oh Wunder, über alle Zweifel erhaben. Bekannte Star Wars Melodien wechseln sich mit Eigenkompositionen der Entwickler ab und erschaffen so eine geniale musikalische Untermalung, die extrem zur Atmosphäre beiträgt. Sehr gute deutsche Sprecher runden das Gesamtbild ab. Ihr seid Star Wars Fan und besitzt einen PC, eine Xbox One X oder eine PS4 Pro, dann solltet ihr euch Star Wars Jedi Fallen Order nicht entgehen lassen. Aber auch als jemand, der vielleicht kein Star Wars Fan ist, aber gute Singleplayer-Spiele zu schätzen weiß, sollte einen Blick riskieren. Auf Basic-Konsolen wie der ersten Xbox One oder der PlayStation 4 würde ich vielleicht auf erste Performance-Patches warten. Ich für meinen Teil finde, dass Respawn hier ganze Arbeit geleistet hat und hoffe, dass wir nach dem verdienten Erfolg mehr von den Entwicklern aus dem Star Wars-Universum sehen werden. Wer mich und meinen Kanal inzwischen kennt, der weiß, dass ich nicht der größte Pokémon-Fan bin. Auf stationären Konsolen wie Nintendo 64 oder GameCube habe ich in Spiele wie Pokémon Stadium oder Colosseum reingeschnuppert, aber die ganzen Handheld-Ableger und eben die Main-Spiele habe ich nie wirklich gespielt. Zum einen war ich nie großer Handheld-Fan und zum anderen verstand ich die Faszination hinter den Pocket Monsters nie so richtig. Letztes Jahr spielte ich mit Pokémon Let's Go Pikachu dann mein erstes so richtiges Pokémon-RPG. Und ja, ich weiß, dass die Let's Go-Spiele keine richtigen Main-RPGs sind, aber ich hatte doch großen Spaß damit. Aus diesem Grund wollte ich dann doch einen Blick in Pokémon Schwert und Schild riskieren. Die 8. Generation der Taschenmonster kommt nämlich endlich als Main-Titel auf eine stationäre Konsole und das in schönem HD.
Nintendo war so lieb, mir Pokémon Schild zwecks Test zur Verfügung zu stellen und ich muss zugeben, dass ich doch stark angefixt davon bin. Aber alles der Reihe nach. Schon vor Release gab es im Netz rege Kritik seitens vieler Pokémon-Fans. Grund dafür war der sogenannte Dexit. Hinter dem Begriff versteckt sich die Tatsache, dass in den neuesten Pokémon-Spielen nicht alle 890 Pokémon vertreten sind. Game Freak haben hier nämlich die Schere rausgeholt und nur etwas über 400 Pokémon in den finalen Spielen übrig gelassen. Und das verärgerte im Vorfeld sehr viele Fans und Pokémon-Sammler. Aus Sammler- und Fansicht kann ich den Ärger zwar nachvollziehen, mich hat diese Entscheidung aber nicht getriggert, da ich eben nicht zu den Hardcore-Fans gehöre und für mich über 400 Pokémon mehr als genug sind, um viele Stunden Spaß in der neuen Region Galar zu haben. Für weiteren Unmut sorgte die grafische Präsentation der Spiele. Hier möchte ich auch kurz einsteigen und über die Grafik und die Technik von Schwert und Schild sprechen. Ja, in der brandneuen Naturzone könnte die Texturqualität deutlich besser sein und ja, auch mich stören die heftigen Pop-ups. Hier hat Game Freak die Hausaufgaben leider nicht ordentlich gemacht. Was die technische und grafische Präsentation der verschiedenen Routen, Arenen und vor allem Dörfer und Städte angeht, so zeichnen die Spiele ein etwas anderes Bild. Denn hier können Schwert und Schild mit toller Architektur und vielen netten Effekten überzeugen, wie ich finde. Überhaupt finde ich den Anime-Stil der Spiele sehr passend und definitiv hübscher als alles, was wir bis dato bei Pokémon gesehen haben. Es ergibt sich für mich also ein etwas zwiegespaltenes Bild über Grafik und Technik mit ziemlich viel Luft nach oben. Bewährt hat sich in der Vergangenheit aber immer das Gameplay. Und das ist bei Pokémon Schwert und Schild nicht viel anders, obwohl sich die ein oder andere Neuerung ins Spiel verirrt hat. Wie so oft beginnt ihr als Jugendlicher in einem kleinen Dorf, wählt euch euer Start-Pokémon und wollt der Beste der Besten werden. Was folgt, ist die obligatorische Jagd nach Pokémon-Orden und dem Ziel, irgendwann den Champ vom Thron zu stoßen und der Beste aller Pokémon-Trainer zu werden. Wie in den Generationen vor Schwert und Schild kämpft ihr gegen viele verschiedene Pokémon, indem ihr eine Route nach der anderen abklappert, euch in Dörfern und Städten mit Pokébällen und anderen nützlichen Items eindeckt und 8 Arenameister herausfordert. Aber es gibt in Schwert und Schild auch ein paar coole Neuerungen. So zum Beispiel die vorhin angesprochene Naturzone. Das ist ein kleines Open-World-Gebiet, welches die verschiedenen Regionen von Galar verbindet. Hier könnt ihr auch zum Beispiel die Kamera frei bewegen und auf Pokémon Jagd machen. Die kleinen Monster verstecken sich wie auf den Routen im hohen Gras und fordern euch bei Kontakt heraus. Schwächt ihr ein wildes Pokémon, könnt ihr einen Pokéball zücken und es fangen. Aber Vorsicht, in der Naturzone tummeln sich auch sehr starke Pokémon, die es euch nicht ganz so leicht machen. Zumal ihr eine bestimmte Anzahl Orden braucht, um starke Pokémon zu fangen, was der Spielebalance gut tut. Die Naturzone dient aber auch als Multiplayer-Spielplatz, denn andere Trainer tummeln sich ebenfalls in dem offenen Gebiet, sofern eure Switch natürlich mit dem Internet verbunden ist. Last but not least könnt ihr hier in Raids gegen extrem große Pokémon antreten. Diese Dynamax-Pokémon, die auch Teil der Geschichte sind, können zu viert angegangen werden. Fehlen euch die menschlichen Mitspieler, rücken NPCs nach. Aber auch eure eigenen Pokémon können für 3 Runden pro Kampf eine Dynamax-Form annehmen, was eine weitere Neuerung darstellt. In der Dynamax-Form stehen euch spezielle Angriffe zur Verfügung, die das Blatt im Kampf durchaus wenden können. Für Pokémon-Veteranen sollten also die Neuerungen Grund genug sein, in die Galar-Region zu reisen, die übrigens Großbritannien nachempfunden wurde, inklusive eigener Pokémon, die vor Charme und Fantasiereichtum wieder einmal nur so strotzen. Und als nicht so ganz großer Pokémon-Fan muss ich schon zugeben, dass das neue Pokémon trotz kleinerer Pokémon-Anzahl und durchwachsener Technik einen Heidenspaß macht, sobald der Sammel-sie-alle-Funke einmal überspringt. Das Spiel belohnt euch alle paar Meter mit neuen Pokémon, neuen Items und witzigen Charakteren. Und gewinnt ihr erst einmal euren ersten Orden, dürstet es euch nach mehr. Und kaum habt ihr euch warm gespielt, ist das Abenteuer nach gut 20 Stunden auch schon zu Ende. Dann laden die Multiplayer-Kämpfe und die Raids in der Naturzone zum weiteren Spielen ein. Was mich aber dann doch arg gestört hat, war die fehlende Sprachausgabe. Ich weiß, dass wir noch nie eine Sprachausgabe hatten in Pokémon-Spielen, aber bei Schwert und Schild merkt man deutlich, dass Game Freak mehr Fokus auf coole Zwischensequenzen gelegt hat, die die Story voranspinnen. Hier eine Sprachausgabe zu haben, wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Was den generellen Soundtrack der Spiele angeht, so habe ich keinen direkten Vergleich mit anderen Pokémon-RPGs, aber für meinen eigenen Geschmack war der Soundtrack ein wenig zu seicht. Es gab für mich kein Musikstück, das nach dem Spiel noch in meinem Kopf geblieben war.
Ich weiß, dass ich keine sonderlichen Vergleichswerte habe, aber ich finde, dass Pokémon Schwert und Schild gute Spiele geworden sind. Wenn ich Let's Go Pikachu daneben stelle, ist Pokémon Schild definitiv das bessere Spiel, schon alleine, weil ich es mit dem Controller spielen kann. Es wäre schade, wenn durch den ganzen Hate, der im Vorfeld aufkam, der Erfolg der Spiele leiden würde. Die ersten Verkaufsprognosen sprechen zum Glück vom Gegenteil. Ich für meinen Teil hatte und habe sehr viel Spaß mit Pokémon Schild und denke, dass es eine tolle Ergänzung in der Switch-Sammlung eines jeden Switch-Besitzers ist. Zwei fantastische Spiele, die mir beide wirklich sehr gut gefallen haben, obwohl beide natürlich ziemlich unterschiedlich sind. Und ich bin mal gespannt, wo sich die Pokémon-Verkäufe tatsächlich einpendeln. Denn ich habe jetzt jüngst auch mal die Zahlen aus Japan gesehen. Alter Schwede, auch da ging Pokémon erwartungsgemäß extrem gut ab. Aber genug von den beiden Spielen und meinen ausführlichen Testvideos. Ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung für euch. Denn ich rede jetzt, wie so vielmals von euch gefordert, mal über Grid in einem etwas neueren Format, nämlich dem Testcheck. Am Anfang dieser Episode sprach ich von fehlender Freizeit. Und obwohl ich in meiner Freizeit einige Spiele spiele und diese auch durchspiele, wenn ich die Möglichkeit habe, so schaffe ich es leider nicht, zu jedem Spiel, das ich spiele, auch ein separates Video zu machen. Und hier kommt der Testcheck zum Tragen. Hier sage ich euch aufs Wichtigste zusammengefasst, was ich von Spielen halte, die es leider nicht in ein separates Meinungsvideo geschafft haben. Den Anfang machen in dieser Episode Zelda Link's Awakening, Grid Autosport und Luigi's Mansion 3, allesamt für die Switch. Ja, ich spiele aktuell sehr viel Switch. Fangen wir mit Link's Awakening an. Da hier der Launch ja schon einige Wochen zurückliegt und ich das Spiel auch schon seit einiger Zeit beendet habe. Kurz, ich mochte jede Sekunde des Spiels. An dieser Stelle muss ich dazu sagen, dass ich das Original auf dem guten alten Gameboy nie ausgiebig gespielt, geschweige denn durchgespielt habe. Das hat sich nun auf der Switch geändert. Für mich war Link's Awakening quasi ein komplett neues Spiel. Ich mochte die abgedrehten Charaktere, die tolle Insel Kokolint und auch die 8 Dungeons, die zum Ende sogar ziemlich knackig wurden. Aber vor allem mochte ich dieses traditionelle Zelda-Gameplay. Die Oberwelt erkunden, mit NPCs sprechen, Dungeons durchforsten und neue Items finden, bevor man weiter in der Story vorankommt. Mir wurde beim Spielen wirklich immer wieder aufs Neue deutlich, wie sehr ich diese traditionelle Zelda-Formel mag und wie stark ich sie bei Breath of the Wild vermisst habe. Ja, ich hatte sogar stellenweise mit Link's Awakening mehr Spaß. Auch grafisch mochte ich das Spiel, wobei ich gut verstehen kann, dass der gewählte Grafikstil nicht jedermanns Sache ist. Aber ich glaube, wir bekommen hier einen Wind Waker-Effekt. Damit meine ich, dass Link's Awakening auch in einigen Jahren noch toll und sogar noch zeitlos aussehen wird. Nur spielte die Technik nicht immer mit. Ruckler und Framerate-Drops waren leider an der Tagesordnung, schmälerten den Spielspaß aber nie sonderlich. Alles in allem eine absolute Kaufempfehlung für alle Switch-Besitzer. Selten wurde ein Meinungsvideo auf meinem Kanal so sehr gefordert wie zu Grid Autosport. Das mag aber auch daran liegen, dass ich relativ viele Rennspiele auf meinem Kanal behandelt habe und quasi auf der Suche nach dem besten Racer für die Switch war. Und Grid Autosport ist nun mal wirklich das beste Rennspiel für die Konsole. Punkt. Aus. Ende. Aber mal ehrlich, die Switch-Umsetzung des 2014 für PC, Xbox 360 und PS3 erschienenen Rennspiels ist wirklich so verdammt gut geworden. Dabei übernahm das Studio Feral Interactive die Umsetzung und holte aus der Konsole wirklich nahezu alles raus. In verschiedenen Rennklassen kommt man bei Grid als neuer Rennpilot auf die Piste. Neben normalen Rundkursen gibt es unter anderem auch Drag-Rennen oder Stadtkurse. Schön ist, dass Grid auf Switch mit allen DLC-Paketen kommt, die es seinerzeit für Xbox 360, PS3 und PC gab. So rast ihr also in lizenzierten Boliden über wunderschöne Pisten und habt wahrlich Spaß am wohl realistischsten Rennspiel für Switch. Neben einem Schadensmodell und diversen Fahrhilfen, die ihr dazu schalten könnt, hat sich ein Detail ganz besonders in mein Gaming-Herz gebrannt.
Ihr könnt Grid Autosport mit dem GameCube-Controller spielen und das ist ein verdammt großer Deal. Denn wisst ihr, bisher war das Gameplay in Rennspielen auf Switch eher suboptimal, da Joy-Cons und Pro-Controller nur digitale Schultertasten bieten, was das Bremsen und Beschleunigen bei Rennspielen eher schlecht als recht abbildet. Mit digitalen Schultertasten könnt ihr halt nur einen Tastenbefehl abgeben, also entweder sofort Gas geben oder eben sofort bremsen. Dazwischen ist nichts. Das ist bei einem Rennspiel, wo ihr ein gewisses Feingefühl an den Tag legen müsst, eher unglücklich. Daher haben sich Feral Interactive die Mühe gemacht und den GameCube-Controller vollwertig ins Spiel integriert, da dieser analoge Schultertasten aufweist. Schließt ihr also einen GameCube-Controller mittels GameCube-Controller-Adapter an, so könnt ihr Grid Autosports damit steuern und wahrlich das Maximum an Spielspaß rausholen. Dazu gibt es noch wahlweise einen Performance- oder Grafikmodus. Der erstere peilt konstante 60 Frames an, schraubt aber die Grafik herunter. Während letzterer das Spiel in 30 Frames darstellt, dafür aber eine wunderschöne Grafik in 1080p auf den Bildschirm zaubert. Die Wahl liegt bei euch. Spielt ihr zudem im Handheld-Modus, könnt ihr einen dritten Modus aktivieren, der euren Akku schont. Ihr merkt, ich finde Grid Autosport fantastisch. Es hat aber zwei Haken. Zum einen fehlt leider der Online-Multiplayer. Die Entwickler wollen diesen zwar nachreichen, aber aktuell gucken Online-Racer in die Röhre. Zum anderen kommt ihr leider nur im E-Shop an das Spiel dran. Es gibt leider keine Retail-Version, was mich als Sammler sehr traurig macht. An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich Luigi's Mansion 3 noch nicht ganz durchgespielt habe. Trotzdem wollte ich meine Meinung zum Spiel mit euch teilen. Denn wisst ihr, ich mochte Luigi's Mansion damals auf dem GameCube, obwohl ich gewisse Startschwierigkeiten mit dem Spiel hatte. Teil 2 auf dem 3DS habe ich dann aber doch ausgelassen. Der Grund war, dass ich einfach kein allzu großer Handheld-Fan war, denn das hat sich mit der Switch nun wirklich geändert. Luigi's Mansion 3 wollte ich mir eigentlich auch nicht zum Launch kaufen, bin dann aber doch schwach geworden. Bereut habe ich es aber nicht. Ich war eher überrascht, wie viel Spaß ich mit diesem Spiel hatte. Aus einem kurzen Anspielen wurde eine 4-Stunden-Session, da ich den Controller einfach nicht aus der Hand legen konnte. Alles an dem Spiel begeisterte mich auf Anhieb. Ob nun die grandiose Grafik, die extrem coolen Animationen der Charaktere oder das große Hotel, das es zu erforschen galt. Zwar musste ich ein wenig mit der Steuerung kämpfen, vor allem das Einsaugen mit dem Geisterschreck war anfangs schwierig, aber ich kam dann doch schnell rein und machte die Etagen unsicher, saugte Geister ein und erkämpfte mir die Fahrstuhlknöpfe in kniffligen Bossfights. Einzig Luigi empfinde ich ihn als nicht ganz so gelungen. Mich beschleicht einfach das Gefühl, dass Luigi Mittel zum Zweck wurde, als sich die Entwickler während der Entwicklung für einen Koop-Modus entschieden haben. Aber das ist wahrlich nur mein komplett subjektiver Eindruck. Auch den Multiplayer brauche ich bei einem Spiel wie Luigi's Mansion 3 nicht. Ich erfreue mich gänzlich am Singleplayer und den vielen wahnwitzigen Ideen, die Next Level Games hier an den Tag gelegt haben. Definitiv ein weiteres Must-Have für alle Switch-Besitzer und ein toller Ableger in der Luigi's Mansion-Reihe. Bleibt nun zu hoffen, dass Nintendo die ersten beiden Teile irgendwann als HD Collection nachreicht. Wow, jetzt haben wir also schon tatsächlich 5 Spiele behandelt, 2 ausführlich, 3 weniger ausführlich, aber so habt ihr zumindest meine Meinung zu allem gehört und das ist ja das, wo ihr Wert drauf legt. Aber lasst uns mal die Videospiele an sich mal ein bisschen verlassen, denn ich möchte euch ein neues Stück Hardware vorstellen, das ich mir vor kurzem besorgt habe. Schaut mal rein. Retro Handhelds. Inzwischen habe ich ja bereits einige Geräte auf meinem Kanal vorgestellt. Ob nun der klitzekleine BitBoy, das coole Retro-Game oder der Pocket Go. Und auch wenn einige von euch diese Geräte kritisieren, so üben sie auf mich einen gewissen Charme aus. Leider war bei den von mir getesteten Geräten noch kein Handheld dabei, bei dem ich gesagt habe, yo, das ist der richtige, der ist perfekt. Nun, das ändert sich beim Digi-Retro-Boy leider auch nicht. Aber es gibt einen ganz bestimmten Grund, wieso ich mir diesen Retro-Handheld vor kurzem bei Amazon bestellt habe. Und in diesem Beitrag verrate ich euch, wieso er bisher für mich zum Besten gehört, was ich in Händen halten durfte.
Wisst ihr, obwohl ich in meiner Vergangenheit kein sonderlich großer Handheld-Fan war, hatte ich immer einen gewissen Softspot für den GBA. Der Game Boy Advance war für mich immer ein Super Nintendo für die Hosentasche und das fand ich wiederum immer schon ziemlich cool. Leider ist der Bildschirm der ersten Hardware-Version des GBA nicht gut und der GBA SP AGS101 geht inzwischen für horrende Preise über die Ladentheke bei eBay und Co. Von einem traditionellen GBA mit AGS101-Mod möchte ich gar nicht anfangen zu sprechen. Denn ich mag das Design des GBA SP nicht wirklich, finde da den normalen GBA deutlich besser. Möchte aber keine 150 Euro und mehr für einen GBA mit AGS-Mod ausgeben. Und hier entdeckte ich den Digi Retro Boy. Denn anders als ein Pocket Go oder Retro Game ist der hier gezeigte Retro Boy ein Hardware-Klon des Game Boy Advance. Soll also heißen, dass in diesem grauen Gerät GBA-Hardware drin steckt. Und das bedeutet, dass der Retro Boy neben der beiliegenden Flashcard auch originale GBA-Spiele abspielen kann. Ergo besitzt der Retro Boy eine 100%ige Kompatibilität zu GBA-Titeln, was für mich der ausschlaggebende Punkt war, mir dieses Gerät für 85 Euro zu kaufen. Leider kann man aber keine Game Boy und Game Boy Color Module reinstecken. Neben originalen GBA-Spielen kann das Gerät aber auch allerlei ROMs abspielen. Game Boy Advance, Game Boy Color, NES, Master System, Game Gear und PC Engine ROMs funktionieren, wenn ihr sie auf eine SD-Karte packt und in die beiliegende Cartridge einfügt. Deshalb sitzen auch vier Knöpfe auf der Vorderseite des Gerätes anstatt zwei, wie man es von dem GBA kennt. Für NES und Mega Drive Emulation hat es leider nicht mehr gereicht. Aber da mein Fokus hier ganz klar auf GBA-Spielen lag, ist das ein Umstand, der mich nicht sonderlich stört. Der 3 Zoll große IPS-Bildschirm ist ganz klar der Star des Geräts und bildet die Spiele absolut klar ab. Aber auch von der Verarbeitung und Ergonomie ist der Retro Boy wirklich klasse. Er erinnert entfernt an den Ur-GBA und erweckt sogar Erinnerungen an den NES oder SNES, was die Farben angeht. Auch die Knöpfe haben gute Druckpunkte, sodass das Spielen der zahllosen GBA-Klassiker wahre Freude bereitet. Per Tastenkombination gelangt man in ein Menü und kann dort entweder Cheats aktivieren oder zurück zur Spieleauswahl gehen, sofern man die Flashkarte nutzt. Spielt man Spiele abseits der GBA-Norm, kann man im Menü auch Save States nutzen oder die Bilddarstellung ändern. Mit dem beiliegenden AV-Kabel kann man das Gerät mit dem Fernseher verbinden, was ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht getestet habe. Der Umstand, dass ich mit dem Gerät meine GBA-Games, die ich noch in der Sammlung habe, problemlos abspielen kann, sorgt bei mir dafür, dass der Retro Boy aktuell öfters an ist, als mir lieb ist. Ich liebe dieses Gerät einfach und für mich ist das Gerät allemal die 85 Euro wert. Und bevor die ersten aufschreien, ja, ich weiß vom Retro Game 350 und ja, auch zu dem Gerät folgt in Kürze ein Video auf meinem Kanal. Für mich war der Kaufgrund für den Retro Boy aber ganz eindeutig die GBA-Hardware, die in dem Gerät steckt. Damit der GBA SP zu unhandlich ist und der GBA mit AGS-Mod zu teuer, bildet der Retro Boy für mich die perfekte Alternative. Ja, der Retro Boy, geniales Ding und ich spiele damit wirklich inzwischen deutlich mehr als mir lieb ist und deshalb bleibt auch so einiges auf YouTube hängen, aber keine Sorge, ich habe es nicht vergessen, ich habe ja bei meinem letzten GBA Racer Video gesagt, dass ich auch mal gerne ein Video zu GBA Fun Racern oder beispielsweise F-Zero machen möchte und das wird sicherlich irgendwann noch nachgereicht werden, ich bin dran, seid euch gewiss. Aber wir bleiben noch ein bisschen im Retro-Bereich, denn nachdem wir uns ein paar GBA-Spiele angeschaut haben, möchte ich euch an dieser Stelle eine weitere Ausgabe meiner Let's Play GameCube Reihe zeigen. Ich habe mir für euch nämlich Amazing Island von Sega angeschaut. Schaut mal rein. Nachdem ich mich letztes Mal bei Let's Play GameCube durch drei Baseball-Games durchgerungen habe, steht diesmal endlich wieder ein tolles Spiel an. Naja, so scheint es zumindest auf den ersten Blick. Wenn wir uns mal das Cover von Amazing Island anschauen, dann fällt uns auf, hey, das ist ja von Sega, das muss gut sein. Und es wirkt auf den ersten Blick wie eine Art Action-Adventure auf einer Insel. Amazing. Was aber nach einem spaßigen Action-Adventure aussieht, entpuppt sich eher als Minispielansammlung, die jedoch die ein oder andere coole Idee in den Ring wirft.
Im Intro wirft euch das 2004 in Japan und USA erschienene Spiel auf eine fantasievolle Insel, auf der ihr erst einmal einen Kampf gegen eine Kreatur bestreiten müsst, der stark an das letzte Gefecht gegen Ganondorf aus Ocarina of Time erinnert. Besiegt ihr das Monster, schlendert ihr in ein kleines Dorf und könnt bald darauf so richtig kreativ werden. Denn in Amazing Island kreiert ihr euch eure eigenen Monster, mit denen ihr fortan auf der Insel diverse Minispiele bestreiten müsst, um Kristalle zu gewinnen, mit denen ihr wieder nach Hause kommen könnt. Und der Schaffungsprozess ist wirklich intuitiv und cool gemacht. Das Monster wird erst einmal komplett zufallsgeneriert, was dafür sorgt, dass jeder Erschaffungsprozess ein wirklich eigenständiges Monster erzeugt. Ihr könnt eurer Kreatur dann noch mit Augen, Ohren, Armen, Schwänzen und kosmetischen Dingen verzieren, bevor es ans Eingemachte geht. Und hier fällt der Spielspaß dann leider ab. Denn wisst ihr, die Minispiele in Amazing Island machen leider keinen Spaß. Sie sind belanglos, wirken unkreativ und steuern sich leider sehr hackelig, was schnell in Frust ausschlägt. Da hilft auch der lokale Mehrspielermodus nicht, da ihr auch mit Freunden schnell die Luft verliert. Naja, zumindest bin ich davon überzeugt, denn ich habe Amazing Island leider nur alleine gespielt. Bei mir war jedenfalls sehr schnell die Luft raus und ich dachte mir letztendlich nur, Mensch Sega, wieso habt ihr da nicht wirklich ein Action-Adventure draus gemacht? Orientiert an Größen wie Pokémon oder Monster Rancher hätte aus Amazing Island wirklich ein tolles Spiel werden können. Aber als Minispielsammlung wurde der Titel leider auch von der Presse eher negativ bewertet, sodass sich Sega eine Lokalisierung für Europa komplett sparte. Aber lasst euch gesagt sein, wir haben wahrlich nichts verpasst. So, wir nähern uns allmählich dem Ende der ersten Episode Polygon trifft Pixel, aber ich habe noch zwei richtig coole Themen für euch. Das eine ist eine Topliste und das andere ist ein Retro-Check. Bleiben wir bei der Topliste und bleiben wir auch beim Star Wars-Thema. Ich habe nämlich vor einigen Tagen bei GameStar ein Video gesehen zu den besten Star Wars-Spielen. Und da sind dann so alte Bekannte wie Jedi Knight, Knights of the Old Republic, Republic Commando und so weiter. Also Spiele, die man tatsächlich kennt und die wirklich, glaube ich, jeder von euch gespielt hat. Aber ich habe mir gedacht, was sind denn so die Star Wars Hidden Gems? Was sind so Star Wars Spiele, die vielleicht nicht jeder gespielt hat oder die vielleicht vergessen wurden, die aber nicht minder großartig sind? Und deshalb habe ich für euch 5 Star Wars Hidden Gems zusammengestellt, die es lohnt, auch heute noch zu spielen. Viel Spaß! Mit der Super Star Wars Trilogie auf dem SNES bin ich nie richtig warm geworden. Dafür flashte mich Shadows of the Empire 1997 umso mehr. Allein das erste Level auf dem Eisplaneten Hoth war damals absolut atemberaubend. Ich dachte mir nur, was? Besser können Star Wars Spiele nie mehr aussehen. Aber auch der Rest des Spiels war spaßig. In der Rolle von Dash Renda springt und schießt ihr euch durch verschiedene Level auf verschiedenen Planeten und steht Luke Skywalker zur Seite. Dabei spielen die Ereignisse zwischen Episode 5 und Episode 6. Ja, die Steuerung war gewöhnungsbedürftig, aber dafür überzeugte die Atmosphäre umso mehr. Nie werde ich das Speedbike-Level oder das Finale im Millennium Falcon vergessen. Fünf Jahre nach Shadows of the Empire erschien das Star Wars Spiel auf dem Nintendo 64, über das heute gefühlt keiner mehr spricht. Episode 1 Battle for Naboo. Ebenfalls von Factor 5 entwickelt, die zwei Jahre zuvor das grandiose Rogue Squadron abgeliefert hatten, war Battle of Naboo quasi der spirituelle Nachfolger. Neben einer neuen Grafikengine gab es auch neue Missionen zu Wasser und auf dem Boden. In diversen Gleitern und Raumschiffen galt es in 15 unterschiedlichen Missionen gegen das Imperium zu kämpfen. Wie der Name schon verrät, spielt Battle of Naboo während der Geschehnisse aus Episode 1 und ist für mich definitiv besser als der Film. Auch die Missionen sind schön abwechslungsreich und verlangen von euch einiges ab. Ich erinnere mich nicht, das Spiel jemals beendet zu haben. Auch optisch und akustisch macht Battle for Naboo einiges her. 2001 gehörte es zu den letzten und auch schönsten Spielen auf dem Nintendo 64. Star Wars Episode 3 – Die Rache der Sith ist ein tolles Beispiel dafür, dass Lizenzspiele, die direkt auf Filmen basieren, nicht immer schlecht sein müssen. Ich war anno 2005 als GameCube-Besitzer extrem neidisch auf meinen Kumpel, der eine Xbox besaß und sich das Spiel damals gekauft hatte. Vor allem die für damalige Verhältnisse gute Grafik und die Lichtschwertduelle blieben mir lange im Gedächtnis.
Im Spiel selbst übernehmt ihr die Rolle von Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi. Natürlich spielt das Ganze während der Ereignisse von Episode 3. Die 17 Level werden sogar mit 17 Minuten Spielfilmsequenzen garniert, was uns damals absolut von den Socken haute. Obendrauf gab es zudem ein alternatives Ende und einen 1 gegen 1 Multiplayer-Modus. Wolltet ihr schon immer das Star Wars Universum als Kopfgeldjäger unsicher machen? Dann ist Star Wars Bounty Hunter genau euer Spiel. In der Haut von Jango Fett geht ihr im 2002 erschienenen Action-Adventure auf Jagd nach dem dunklen Jedi Komari Fosa und erfahrt viele Infos zu Jango Fetts Hintergrundgeschichte, da Bounty Hunter inhaltlich als Prequel zu Episode 2 diente. Ich selbst habe das Spiel relativ spät auf GameCube nachgeholt und war überrascht, wie gut sich Jango Fett immer noch steuern lässt. Mit den beiden Blastern und dem Jetpack macht es ungeheuren Spaß, dutzende Gegner über den Haufen zu ballern. Disney Interactive brachte das Spiel übrigens digital in den PlayStation Store der PS4 und Limited Run Games veröffentlichten etwas später sogar eine physische Version des Spiels. Wer also Star Wars Fan ist und keine PlayStation 2, Xbox oder GameCube Konsole zu Hause stehen hat, sollte zumindest auf PlayStation 4 einen Blick riskieren. Eins meiner absoluten Lieblings-Star Wars-Spiele ist Star Wars Clone Wars und ich verstehe wirklich nicht, wieso kein Mensch über dieses Spiel spricht. Die beiden Battlefront-Games von Pandemic Studios, die seinerzeit für Xbox und PlayStation 2 erschienen, gelten bis heute als Meilensteine. Aber dass Clone Wars ebenfalls von Pandemic Studios entwickelt wurde, scheinen die meisten vergessen zu haben. Spielerisch orientiert sich Clone Wars an den Rogue Squadron Games von Factor 5. Heißt also, dass ihr die meiste Zeit in verschiedenen Fahrzeugen wie AT-XTs oder republikanischen Gleitern Platz nehmt, aber es gibt auch einige wenige Passagen, wo ihr als Jedi durch die Gegend rennt und euer Lichtschwert schwingt. Und ja, Clone Wars ist nicht so genial wie ein Rogue Leader, aber es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und sieht verdammt gut aus. Ich erinnere mich noch gut an die ganzen Effektexplosionen während der zahlreichen Missionen. Meiner Meinung nach ein absolutes Hidden Gem, das von jedem Star Wars Fan gespielt werden sollte. Wow, das war eine Menge Portion Star Wars und ich spiele aktuell wirklich parallel zu Jedi Fallen Order noch Bounty Hunter auf meinem GameCube und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Mich würde sogar interessieren, wie es auf der PlayStation 4 aussieht. Aber egal, jetzt mal ein Thema, ein affiges Thema kann man sagen, denn ihr wisst es vielleicht, vor einiger Weile hat Sega Super Monkey Ball Banana Blitz HD angekündigt für alle aktuellen Konsolen. Und ich habe mir gedacht, verdammte Kacke, du hast Lust auf Monkey Ball, aber ich habe jetzt nicht unbedingt zur Switch-Fassung oder zur PlayStation 4 oder zur Xbox One Fassung gegriffen. Nein, ich habe mir Monkey Ball 1 angeschaut für den GameCube und all das für euch in einen Retro-Check verpackt. Mit dem Release von Super Monkey Ball Banana Blitz HD wurde ich als großer Super Monkey Ball Fan ein wenig nostalgisch. Als ich meine Retro-Ecke ein wenig umgekrempelt hatte, schmiss ich mich auf mein Sofa und zückte Super Monkey Ball aus meiner GameCube-Sammlung. Es war Zeit, den ersten Teil nach so langer Zeit noch einmal zu spielen. Denn wisst ihr, ich bin wirklich ein Fan der ersten Stunde. Damals erschien Super Monkey Ball als Launch-Titel für den Nintendo GameCube. Und obwohl ich beim Kauf der Konsole zu Bloody Roar, Primal Fury und Star Wars Rogue Leader gegriffen hatte, spielten meine Kumpel und ich Super Monkey Ball nur einen Tag später. Damals versammelten wir uns bei einem Kumpel zum Zocken. Ich brachte den Nintendo GameCube mit und er ließ sich dafür ein paar Launch-Games aus der Videothek aus. Und darunter war dann auch Super Monkey Ball. Als er mit dem Stapel an Spielen aus der Videothek zurückkam, wussten wir noch nicht, dass wir an dem Tag fast nur Super Monkey Ball spielen würden. Dieses unglaublich simple, aber dennoch so ausgeklügelte Gameplay packte uns und wir wurden alle große Fans von Segas neuer Franchise. Dabei begann die Reihe in den Arcade-Hallen als Monkey Ball. Ausgedacht und entwickelt wurde der Titel übrigens von Toshihiro Nagoshi, dem ich auf diesem Kanal bereits ein eigenes Video gewidmet habe. Neben Super Monkey Ball ist der Mann auch für Daytona USA, F-Zero GX, die Yakuza-Reihe und andere Spiele verantwortlich.
Sega wollte von Monkey Ball unbedingt eine Konsolenversion veröffentlichen. Und als das hauseigene Dreamcast-System ausstarb, entschied man sich bei Sega, Monkey Ball als Super Monkey Ball für GameCube zu veröffentlichen. 2001 stellte das Spiel Segas ersten Titel für Nintendos Würfel dar. Neben dem eigentlichen Gameplay, auf das ich gleich genauer eingehe, beinhaltet die GameCube-Version noch verschiedene Mehrspielermodi, die von Fans und Presse gefeiert wurden. Witzig ist, dass meine Kumpel und ich ausschließlich den normalen Modus gespielt haben. Die Minispiele in Super Monkey Ball und anderen Ablegern haben uns irgendwie nie interessiert. Aber gut, schauen wir uns mal das Kerngameplay an. Im Endeffekt müsst ihr bei Super Monkey Ball einen Affen, der in einem Ball sitzt, sich ans Ziel bringen. That's it. Was aber so einfach klingt, stellt sich als recht knifflig heraus, denn ihr steuert als Spieler nicht den Affen, sondern das gesamte Spielbrett. Kennt ihr noch diese Kugellabyrinthe aus alten Tagen, die man in den Händen bewegen musste, um eine kleine Silberkugel ans Ziel zu navigieren? Genau das ist das Prinzip von Super Monkey Ball. Aber es geht voll auf. Das Hauptspiel ist in drei Schwierigkeitsgrade unterteilt und kann von bis zu vier Spielern abwechselnd gespielt werden. Dabei steuert ihr das Brett mit dem Analogstick, was eine unglaublich direkte und auch sensible Steuerung möglich macht. Und sind die ersten Bretter noch kein Problem, so stellt sich spätestens im zweiten Schwierigkeitsgrad die Herausforderung ein, da die Pfade deutlich schmaler und verwinkelter werden. Dann bedarf es schon großem Fingerspitzengefühl, um seinen Affen sicher ans Ziel zu bringen. Wir hatten damals so einen Heidenspaß mit dem Spiel, dass wir irgendwann ein Trinkspiel draus machten. Jedes Mal, wenn einer von uns in einem Level auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad das Zeitliche segnete, musste er ein Pintchen Schnaps trinken. Ihr könnt mir glauben, das waren mit die geilsten Abende, die ich mit Freunden und Videospielen verbracht hatte. Rein optisch kann Super Monkey Ball auch heute noch überzeugen. Die Entwickler haben sich damals extra für eine simple grafische Darstellung entschieden, um ein konstant flüssiges Gameplay zu ermöglichen, was dafür sorgt, dass das Spiel auch heute noch nett aussieht. Zum Glück waren nicht nur wir von Super Monkey Ball angetan, das Spiel verkaufte sich nämlich großartig, was Sega dazu antrieb, daraus eine ganze Reihe zu machen. Leider nahm die Qualität aber bereits mit dem zweiten Teil ab, aber das ist eine andere Geschichte. Ich jedenfalls kann es nicht nachvollziehen, wieso Sega gerade den schwachen Wii-Ableger Banana Blitz für eine HD-Auflage herangezogen hatte. Ein HD-Remake des ersten Teils wäre so viel besser gewesen. Aber gut, vielleicht mache ich bei Zeiten mal zur gesamten Super Monkey Ball-Reihe ein Video, da die Franchise inzwischen auch mehr als 15 Spiele umfasst. Ich kann den ersten Teil für GameCube jedem empfehlen, der den Würfel noch sein eigen nennt und nicht vor kuriosen Spielideen zurückschreckt. Vor allem mit Freunden und einer Flasche Schnaps wird man seine helle Freude daran haben. Ja Leute, und das war sie. Das war die erste Ausgabe von Polygon trifft Pixel, dem Spielewelten-Magazin. Die Magazin, wo neue Spiele, alte Spiele und alles drumherum zusammentrifft. Ihr merkt also, ich habe so ein paar verschiedene Themen, die ich auf meinem Kanal sowieso behandelt habe, ja, in eine Show zusammengepackt und hoffe, dass ich da etwas Unterhaltsames für euch alle geschaffen habe. Und jetzt seid natürlich ihr dran. Schreibt mir euer Feedback natürlich zur Show, zur Idee, zu dem ganzen Content, den ich euch hier gezeigt habe. Und es würde mir wirklich riesig helfen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mich unterstützt. Also sprich, liken, teilen, kommentieren, das wäre ganz klasse, denn da merke ich und natürlich auch Google und YouTube, dass euch das Ganze Spaß macht und das sichert mir unter anderem auch genug Motivation und Willen, auch noch weiterzumachen hier auf dem Kanal. Ich freue mich auf euer Feedback, hoffe, ihr hattet Spaß an dem Ganzen und verabschiede mich von euch für dieses Mal. Wünsche euch was. Tschüss, adios. Euer Andi.